Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Cloxon, wir spielen Flatout Ultimate Carnage, haben im letzten Teil das letzte Rennen von den Street Cups abgeschlossen, und zwar ein Special Street City Cup, und sind im Finale angekommen für diese Runde. Das Street Finale, danach kommt das große Finale, da freue ich mich schon total drauf. Aber erstmal dieses jenes hier. Wegelchen haben wir ja soweit. Wir haben 6 Strecken vor uns und fangen mit 2 Runden an. Das ist total wichtig. Entschuldigung. So, Pinewurf 3. Ich bezweifle langsam aber sicher, dass wir hier nochmal eine neue Strecke sehen in irgendeiner Form. Vielleicht im großen Finale. Weiß man nicht. Vielleicht haben sie. Ich weiß es nicht. Völlig blind. Völliger Blindflug hier. Würde mich natürlich freuen, aber ich wär nicht überrascht, wenn es nicht so wäre. Sind ja die Finales. Ja, das heißt, dieses Video, dieser Teil noch, denn der nächste Teil mit dem finalen Finale und ja, dann mal gucken, die Time Trials. Ich weiß noch nicht, ob ich die direkt im Anschluss mitmachen werde oder ob ich nachher erstmal ein bisschen Abstand bekommen werde. Wir nehmen werde quasi. Das fängt gut an. So, da wollen wir doch mal sehen. Also, Treppchen ist dann schon mein Ziel. Erster muss nicht sein. Sally ist im Weg. Ich sehe gar nichts gerade. Shit. Ja, ja, so ist das am Anfang. Meine Güte, wo kommt das Motorrad her? Ja, wir kennen schon. Wenn ein oder mehrere einen hier selber stören, dann kann man sicher sein, dass 5 andere vorne wegfahren irgendwie. Mein Gott, das fährt sich ja heute echt wieder spitze. Das fährt sich heute echt spitze, muss ich sagen. Meine Güte. Die Street-Klasse im Dreck ist natürlich die optimalste Mischung. Ich kürze hier einfach mal ab, ne, bis zur nächsten Strecke. Das heißt, ich muss mir hier gerade mal wieder Fingerspitzengefühl antrainieren. Das klappt nicht so ganz, wenn da Baumaschinen im Weg sind. Uhu. Der Laternenpfahl war meiner. Ich bin auf Platz 12. Das ist total toll, vor allem bei 2 Runden. Ist natürlich der optimalste Start für sowas. Vor allem mit einem Baum im Weg. Gottes Willen. Es läuft echt. Es läuft. Es läuft einfach nur. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das gibt's dann. Optimaler Start ins Finale hier. Mann, aber es ist ja auch eine super Mischung. Alter, Jill. Wie nervig. Warum qualm ich nach 2 Runden schon? Na gut, was frag ich mich hier? Guck dir die Bäume an, die ich hinterlassen habe. Die sind ja mal voll aggressiv hier gerade. Die haben alle voll aggressiv. Ich glaube, die wollen alle gewinnen. Aber die haben da was nicht verstanden. Eigentlich will ich gewinnen. Aber ich glaube, das wird nicht. Gott, das will. Zehnter! Oh! Zehnter! Das gibt's nicht! Also für mich ist es schon wieder ein Weilchen her, leider. Ich hätte eine Proberunde fahren sollen. So was mache ich aber sehr ungern. Krasse Kiste. Krasse Kiste. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, ist ein bisschen länger her. Ich bilde mir aber ein, die Karre ist voll ausgebaut. Stimmt, ich bild mir ein, mich zu erinnern, dass ich mich gewundert habe, warum noch nicht die letzten 2 Karren freigeschaltet sind. Ja, und den Rest müsste man eigentlich auch haben. Ja, deswegen haben wir auch so viel Kohle. Gut. Wir haaren der Dinge, die da kommen. 3 Runden, das sieht schon ein bisschen besser aus. Und danach
Oh Gott, danach kommt auch noch mal eine ekelhafte Strecke. Aber dann haben wir ein paar Straßenstrecken. Das wäre natürlich vorteilhaft im Straßenmodus. Mann, 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 optimaler Start. Zumindest für die Spannungskurve. Oh je, das geht doch nicht gut. Ich kann gar nicht hingucken. Ah ja, an die Kurve kann ich mich noch erinnern. Die ist einfach nur Kacke. Entschuldigung, habe ich Kacke gesagt? Ich meine Scheiße. Da wollte ich jetzt zwar nicht lang, aber wenn es denn sein muss. Alter, ein Rumgeschlitter. Das gibt's. Du bremst wie ein Irrer und da passiert einfach mal nichts. Da passiert einfach mal gar nichts. Auch so mit dem Lenken, ne? Danke, der war total nötig. Meine Fresse. Fahrt doch einfach bitte gegen den Baum. So, diesmal bremse ich schon ein bisschen eher. Weil ich möchte nicht... Ach man, komm. Das gibt's doch nicht. Das hast du davon. Das hast du davon. Alter. Kurz mal... Verpiss dich, Auto. Entschuldigung. Kurz mal an der Bremse genippt. Und schon Eier hast du dir wieder im Weg hier. Das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Ja, wo will denn der hin? Okay, langsam ernährt sich das Eichhörnchen anscheinend. Irgendjemand ist auf Platz 1. Das ist mir ja gerade völlig Hupe. Meine Fresse. Ja, hier kannst du echt bloß... Hier kannst du echt bloß ganz sachte am Gas tippen. Beziehungsweise an den Bremsen. Weil ansonsten hast du es hier sofort... es geht jetzt gerade gar nicht, Jason. Das ist... Jetzt habe ich die Kurve schon wieder verpasst. Danke dafür. Mann, verzieh dich! Alter, so ein Sackgesicht. Das meine ich nicht ernst. Nein, Jason, du bist der Kumpel. Hockt der mir da voll auf dem Dach rum? Alter, da ist er doch schon wieder, der Vogel. Mann, ey. Es gibt einfach... Es ist echt furchtbar, die Strecke. Beziehungsweise, also einfach wirklich der Untergrund. Der Untergrund ist echt nicht straßentauglich. Gottes Willen. Gas, 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 Gas. Sehr schön. Dritter. Dritter. Geil. Also das war jetzt echt die Hölle. Müsst ihr unbedingt mal machen. Müsst ihr unbedingt mal selber erfahren. Also das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Hier kannst du nicht... Hier kannst du... Das kannst du vergessen. Kann ich gar nicht anders sagen. Na gut. Wir arbeiten uns langsam aber sicher so ein bisschen hoch, so wie es aussieht. Verbreiten Sie Chaos am Rande der verlassenen Geisterstadt El Pueblo. Dann machen wir das noch. 4 Runden. Ach du Jemine. 4 Runden, also auch hier sachte Fahren angesagt. Vor allen Dingen, wenn man dann wirklich durchhalten muss, dass die Karre nach am Ende ein bisschen ganz ist. Das heißt, wir halten uns mal so ein bisschen geschmeidig zurück hier. Na gut, jetzt nicht, jetzt haben wir noch Asphalt unter den Füßen. Sachlich bleiben. Da war ein Stein im Weg. Das war jetzt nicht so. Hau ab! Na, dann fahr doch dagegen. Danke! Och Mann, Sally, du alte Nuss. Das gibt's nicht. Selbst hier drehen die voll durch. Ich weiß nicht, woran das... Stein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Selbst hier auf der Straße. Ich kann es mir eigentlich nur mit einem gesteigerten Schwierigkeitsgrad erklären quasi. Ich hatte es in der letzten Folge irgendwann schon mal erwähnt gehabt, dass hier irgendwie am Anfang nicht die Steine so argen Scheiß mit deinem Auto gemacht haben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht.
dann fährst du hier wieder gegen ein Haus gegen und da wieder gegen einen Stein gegen. Das gibt's ja nicht. Liegen hier mehr Steine rum als vorher. Also ich bin echt versucht, hier in eins der vorigen Videos reinzugucken. Um das da auch so, um zu gucken, ob das da auch so schlimm war. Ich kann es mir eigentlich nicht denken. Danke. Schieben musste, ne? Ich fahr schon alleine. Ernsthaft? Einfach mal eine Hauskante gekantet. Das gibt's doch nicht. Verzieht euch doch bitte einfach. Erst hier fett einen auf Führungsposition machen und dann im Weg rumstehen. Alter. Während du dir hier einen wegeierst, überhol ihn dann einfach mal ein, zwei. Das ist doch scheiße. Das ist doch so nicht gewollt. Muss ich auch ein bisschen sparsam hier sein mit Kommentare. Die Hirnpower brauche ich gerade, um mir die Strecke vorweg anzugucken. Gottes Willen. Ich hoffe, der Controller klickt gerade nicht so laut. Ich höre es gerade selber, trotz Mucke und Kopfhörer. Ich kann das dann leider nachher auch nicht rausschneiden, weil irgendwo... Alter, hau doch mal! Es ist doch nicht möglich! Steh doch nicht im Weg rum! Meine Fresse! Hockt einer im Weg rum und dann kannst du den ganzen Scheiß schon wieder die Tonne krabbeln hier. Alter! Alter, ich war gerade auf einer relativ günstigen Position, aber nö. Nö, nö, nö. Warum hoch? Jetzt raucht und stinkt es davor auch schon wieder. Alter, kurz gebremst, kurz gebremst. Ganz kurz. Ja, dann hau da ab. Das ist einfach nicht zu fassen. Alter, ja genau. Ja, das kannst du doch Kim erzählen. Gott, das wird Platz 7. Wenigstens Platz 7, das gibt's ja nicht, ey. Musste ich mal gerade ein Schlückchen trinken. Das geht ja total auf die Stimmlappen hier. Oh je, bester Schrotter. Na, Gott sei Dank willst du ein bisschen Kohlen. Platz 5. Okay, da fehlen noch zwei. Drei Runden haben wir noch. Drei Rennen, wollte ich sagen. Drei Runden im nächsten Rennen. Mann, Mann, Mann. Motor Raceway 2. Ich hoffe die ganze Zeit, dass es wirklich Tag bleibt, weil ich bin total nachtblind. Motor Raceway 2. Kenne ich den schon? Ich weiß es nicht. Also ich gehe eigentlich stark davon aus. Toll, ich wollte gerade nach rechts ziehen und schon hast du wieder so ein sackiges Auto vor dir. Ja toll, bis gerade war die Strecke toll. Oh, und dann kommt Curtis. Curtis, ich kann gerade nicht zurücksitzen. Das ist noch viel schlimmer, ey. Der blöde Vogel. Na, da hat es ja ein bisschen durcheinander gehauen hier, oder? Ach so, halt, stopp. Bitte fahren Sie auf Ihren Rädern weiter. Ja, oder?
Hau doch ab. Alter, ist dieser dumme Jason, Alter. Der dumme Jason immer im Weg. Meine Fresse, einmal die einmal ein bisschen die Kurve verschätzt. Aber so ist es nun mal. Finale ist Finale, ne? Kann man eigentlich nur dazu sagen. Der war's wert. Ein bisschen jedenfalls. Es ist ja gut, wenn die starken Fahrer dann doch mal so ein fettes Ding abbekommen. Dann machen die es vielleicht nicht mehr über die drei Runden hier. Ist natürlich auch eine Sache von Glück in dem Moment, ob sie dann nochmal den einen oder anderen abkriegen. Alter, ist sowas, was gerade nervt, Sophia? Du. Das gibt's nicht. Die leben doch alle nur, um mir das Leben schwer zu machen. Irgendeiner ist immer im Weg. Links, aber scheint zu klappen. Komm schon, Scheißdreck, fahr weiter. Oh Gott, Vierter, Mist, die letzte Kurve. Das hätte locker noch den zweiten gegeben. Oh, sorry. Da steigert man sich doch ein bisschen rein. Ne? Sechster insgesamt. Mann, ey, wieder ein Platz runter. Zwei noch. Eine Runde. Oh Gott. Die müssen wir reißen. Die müssen wir reißen. Eine Runde. Da müssen wir drängeln. Bin gespannt. Ich glaube, die werde ich am ehesten jetzt wiederholen, wenn ich sie richtig verkacke. Damit wir dann eventuell ein bisschen Luft für das letzte Rennen haben. Kacke, ich dachte, da geht's schon rein. Oder noch rein. Danke, danke, Katie, Jill, whatever. Ja, ja, die werde ich wiederholen müssen. Denke ich mal gerade stark. Oh ja, oh ja. Das sieht definitiv nicht gut aus. Er dreht aber auch einen weg hier. Das gibt's nicht. Vierter, nee, Dritter, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, ich mach nochmal, sorry. Dritter ist okay. Aber das könnte eventuell besser laufen. Vor allen Dingen die Hauswand vorhin hätte nicht sein müssen. Die hat echt Zeit gekostet. Ja, es war jetzt auch nicht gerade viel besser. Ich habe auch Nitro und sollte es vielleicht nutzen. Aber nur nicht unbedingt hier. Ausgezeichnet. Jo, besser. Ein bisschen besser.
Den können wir nehmen. Den können wir nehmen, das war's wert. Jetzt haben wir ein kleines bisschen Spielraum mit dem letzten Rennen. Sind wir auf Platz 3. Wenn wir jetzt den dritten Platz halten, fände ich das völlig in Ordnung. So, drei Runden Downtown 1, bestes Wetter, beste Tageszeit. Nehmen wir ab. Bin total aufgeregt. Vor allem, wenn das große Finale kommt. Wie wird das stattfinden? Ist das dann, sind das dann alle? Muss ich dann umsteigen in andere Autos im großen Finale? Warum ist denn das hier dunkel? Ach, Kacke. Ich sehe doch in der Nacht nicht so wirklich viel. Das reicht nicht, wenn die halbe Umgebung, oh Gott, durch die Gegend fliegt hier. Aha. Uiuiui, hui. Jo, alles klar, eingecheckt. Tunnel, nicht unbedingt zu sehr gegen die Wände kommen. Ich bin Erster, toll. Wo kommt denn hier eigentlich immer das Schild her, was da unten rumliegt? Oder ist das eine Geschwindigkeitskoller? Ich sehe das mal nicht so. Ich bin zu schnell. Unglücklich. Sehr unglücklich. Oh, mit Einkaufszentrum. Oh je. Und ich bin der Erste, der hier durchfährt. Das kann ja nicht werden. Da steht ja noch alles im Weg rum. Mann, ey. Der Boden belackt. Nee, das kannst du völlig vergessen. Wer ist denn hier gerade vorbei? Sally? Ich glaube Sally, ne? Ich hab bloß ein paar blonde Haare wedeln sehen. Die räumt der Wesen ein bisschen off vor eben. Das ist doch total vorteilhaft, vor allem wenn man die Kurve viel zu eng hat. Da kann dann schon mal ein Haus im Weg sein. Alter, chill. Du nervst. Oh Gott, Haus, du nervst. Ich war gerade auf dem ersten, hätte man dann einfach das Rennen beenden können. Das rechte Rad eiert schon wieder so bedrohlich da vorne. Oh Gott. Ach komm. Hallo. Warum kann ich ihn hier nicht zurücksetzen? Ja, lass doch einfach erstmal alle vorbeifahren. Na klar. Also rücksetzen müsste eigentlich immer gehen. Man hat doch schon genug Nachteil dadurch, dass man nicht an der Stelle rauskommt, wo man war und auch noch steht. Also man wird ja immer ein bisschen nach hinten versetzt, dann rausgeschmissen. Deswegen, also. Oh mein Gott. Bremsen kannst du hier echt in die Tonne trampeln, also auf dem Belack. Straße geht, Straße fährt sich gut, aber Einkaufszentrum nicht so. Alter. Es ist doch schön für dich, Jason. Was? Ja toll, weißt du, der rammelt mich hier irgendwo gegen und fährt dann einfach weiter. Der Vogel. Nee. Gut, das war aber eine knappe Kiste gerade mit der Auswahl. Das war zu knapp. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, ich würde gern zurücksetzen. Meine Fresse. Das gibt's nicht. Das machen die doch total mit Absicht. Nimm die Ente da weg. Sonst fahre ich da drüber. Ich fahr jetzt auch mal außen rum. Ui, da ist da der Hügel, okay. Alter, ich wollte außen. Oh Gott! Ich wollte eigentlich dieses ein. Oh Gott. Ho, 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 ho. Ich würde. Hallo! Das bringt mir gar nichts, wenn ich. Hallo? Schön, schön. Ja, lass mich einfach auskullern hier. Bringt ja eh nichts.
Achso, das Einkaufszentrum kommt ja noch. Ja, ich dachte, das wäre schon die Zielgerade. Schön, jetzt brennt die ganze Kiste auch noch. Brennt und klappert und fährt auch Kacke. Alles klar. Das können wir vergessen. Nein. Wir machen. Ah, sorry. Das ist die dritte Runde, den fahren wir. Jetzt fahren wir den Scheiß auch noch zu Ende hier. Es gibt nicht. Es kotzt mich voll an, dass sie hier manchmal... jetzt ging zurücksetzen gerade. Ich bin gerade zugefahren, da geht zurücksetzen. Lustig. Aber wenn man es dann braucht, klappt es nicht. Mann. Klapperschepper. Oh Gott. Schöner Laden. Platz 10. Yay. Ins Ziel gekugelt. Klasse. Nee, das wird nichts. Halt, stopp. Rennen wiederholen. Das wird nichts. Dritter oder Hölle. Zu früh. Meine Fresse. Ja, trotzdem, die Fahrphysik hat sich furchtbar geändert seit dem ersten Rennen. Ist einfach so. Also, ich weiß nicht, ob man es als Zuschauer mitkriegt, aber. Wer war das? Jack, du Vogel. Alter! Ich glaube, sagt. Ich will auch bloß geradeaus fahren. Also, ich weiß nicht, ob man es als Zuschauer im Vergleich zu den ersten Folgen mitkriegt. Allein schon hier im Street-Gedöns, aber das leiseste Antippen der Lenkung haut einen hier. Dankeschön. Danke. Echt aus der Bahn, ey. Das gibt's nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Stelle hier nehmen soll. Links hast du so eine kleine Schanze und rechts genauso. Anscheinend scheint der Mittelweg der schlimmste zu sein. Weil du da irgendwie von beiden Seiten auf den Keks kriegst. Das Einkaufszentrum ist genauso rotzig. Hast recht mit diesen hässlichen Säulen hier überall. Du musst da echt sauber durchkommen. Ansonsten hängst du irgendwo. Nur nicht auf der Straße. Strecke oder whatever. Ich bin Platz 5 völlig alleine hier irgendwo. Mir juckt die Nase. Yep. Der leiseste. Der leiseste Krümel auf der Straße und schon hebt das Autochen ab. Das gibt's doch nicht. Das war doch am Anfang nicht so. Entschuldigt bitte mein konstantes Rumgemimimi an diesen Fakten, aber ist so. Ist halt sehr störend, wenn du einfach bloß versuchst, ein gutes Rennen zu fahren, ein bisschen aufzuholen oder sonst was, und dann liegt da irgendein Scheiß auf der Straße, also nicht mal was Großes, und haut dich hier durcheinander. Okay, sauber. Nicht so sauber, aber zumindest nicht arg abbremsen. Da vorne behaken sich zwei. Schön! Den habe ich nicht kommen sehen. Hallo? Darf ich bitte weiterfahren? Oder wirklich der Autowagen hat zu viel PS. Ich glaube, das ist mir. Daran hatte ich auch schon mal gedacht. Dass der einfach zu viel PS hat, um irgendwie sauber Haftung zu halten. Ja, das wäre natürlich extrem scheiße. Weil was willst du da machen? Weniger Gas geben? Da kommst du auch nicht. Toll, danke. Hallo? Weniger Gas geben wäre da auch total unvorteilhaft. Runde 2. Schön. Vor mir nicht ein einziger Fahrer zu sehen. Nur hinter mir die restliche Bande. Das gibt's nicht. Kurz gedreht. Also am Rad gedreht. Und. Hallo? Und schon hängst du wieder irgendwo. Das gibt's nicht. Das ist nicht zu glauben.
kannst es ja gerne mal selber probieren. Versuch mal um eine Kurve zu laufen, während ich dir gegen die Beine trete. Das ist nicht schön. Ups. Wen haben wir denn da? Jack die ohne Nuss. Das gibt's nicht. Ich will doch bloß sauber durchfahren. Das gibt's nicht. Das ist nicht zu fassen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, und da hätten wir es auch fast mit Runde 3. Toll, schön, dass ich wenigstens die letzte Runde eine saubere Kurve hinlege. Platz 5. Das reicht nicht. Das reicht leider nicht. Ich möchte sicher gehen und Platz 3 angeln. Aber war schon besser als der erste Versuch. Ja, danke schön. Hast du verdient, weil hast ein Fliegen sehen, ne? Okay. Ja, war schön, schöne Probe. Muss ja bloß noch ein paar Mal klappen. So, Obacht an dieser Schanze. Okay. Ich will es eigentlich jetzt vermeiden, die erste Runde erster zu sein, muss ich wirklich sagen, weil da liegt dann zu viel Gedöns noch im Weg rum, gerade im Einkaufszentrum. Aber hier ja auch genauso. Siehst du selber, ne? Okay, wir primeln uns mal ganz sachte durch. Jetzt bin ich doch Erster. Ich habe irgendwas mitgenommen. Ach nee, jetzt ist es weg. Wollte eigentlich keine Katie Schrott. Jetzt schon! Mein Gott, die arme Katie. Stimmt, ich hab's da vorhin schon qualmen sehen. Ja, mach doch. Können wir bitte jetzt hier das Rennen beenden? Das finde ich ein bisschen gut. Läuft gerade. Jetzt nicht mehr so. Danke, Sophia. Danke, Sophia. Kann ich gar nicht anders sagen. Schön, die erste Runde war die beste. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Irgendeiner qualmt hier. Und irgendeiner hat mich gerammt. Und wenn ich Alter ihr Verschnitt hier nochmal sehe, dann kriegt der eine verbrutzelt. Weil der scheint jetzt schon ziemlich mitgenommen zu sein. Curtis geht mir auch gerade voll auf die Nüsse. Ja, toll. Super. Da ist Sophia wieder. Na, jetzt helfe ich der Sophia echt noch in der Spur zu bleiben. Das gibt's nicht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Louis ist schon. Na, Louis war's. Louis, alter Irrverschnitt, der sah schon so angetüdelt aus. Was war das jetzt schon wieder? Alter! Diese Kurven manchmal, ey. Darf ich bitte auf der Straße bleiben? Das gehört schon wieder vor mir. Es ist doch nicht wahr. Manchmal glaubt es hier echt nicht an Zufälle. Dass hier einfach mal alles im Weg rumliegt. Thank you.
wäre gern mindestens Platz 3. Wo sind denn die Kunden vorne hin? Sachte. Stillhalten. Stillhalten. Da ist dunkelweiß. Dunkelweiß ist vor mir. Jetzt kommt wieder diese haarige Stelle mit dem... Oh Gott. Okay, schön. Sauber, sauber, sauber. Abbremsen. Abbremsen. Ich bin viel zu schnell. Ja, toll. Fuck. Hey, ganz kurz an der... Hau ab, Auto. Fuck. Verzieh dich. Mann, ey. Ganz kurz an die Dingens gekommen, ne? Shit! Shit! Das gibt's nicht! Hier gibt's so viele Zufälle. Platz 3, wie gesagt, wollen wir haben. Hier gibt's so viele Zufälle, dass da plötzlich was im Weg liegt oder plötzlich einer von hinten einen rammt, ja? Hört es! Kunde! Irgendeiner. Ich sehe nichts. Nichts gesehen. Irgendeiner ist echt immer im Weg. Gehört das zum Beispiel. Oder Jack. Alter, danke, Jack. Dankeschön. Kannst du jetzt bitte einfach explodieren? Das fehlt ja eigentlich. Das Feature fehlt. Ich berühre dich und du explodierst. Danke. Mistbande. So eine Mistbande. Der nächste Idiot im Weg. Kann man hier sauber rumfahren? Ja, mehr oder weniger. Ja, ich sag schon, mehr oder weniger. Okay, sachlich im Einkaufszentrum. Du willst nicht wie die anderen Idioten hier irgendwo an der Säule landen. Ah, das gibt's nicht. Ich entdecke hier Kanten, die habe ich noch nie gesehen. Ich qualme schon wieder, das gefällt mir nicht. Schön, hast du davon, Jason. Fahr doch bitte nochmal irgendwo gegen. Ja, ich ahne Schlimmes. Also so komme ich hier nicht gut durch. Ich nehme vorne schon wieder irgendwas mit. Gibt es einfach zu viele Stellen auf der Strecke, wo Crash mehr oder weniger vorprogrammiert ist oder sehr, sehr begünstigt wird, wie zum Beispiel jetzt die kommende Rampe halt, die man einfach nicht vernünftig umschiffen kann. Man einfach nur hoffen muss, dass man gerade drauf trifft. Nein, ach Kunden. Okay, ging. Ging einigermaßen. Mann. Sauber bleiben. Toll. Ja, super. Klasse. Das ist toll. Jason ist Schrott, hat er verdient. Geh nach Hause. Na, es gibt's. Okay, das habe ich auch schon mal unsauberer gesehen.
vorne fährt roter Pfeil. Katie. Nein. Noch Kunde. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Ich fahre das hier heute so lange, bis ich schaffe. Abbremsen. Da liegt einer. Du bist natürlich im Weg. Schon wieder die dritte Runde. Fuck. Kacke. Ist okay. Erneut. Erneut. Ich brauche den dritten Platz. Ich möchte den dritten Platz haben. Ja, räumt doch bitte vorne alles leer. Toll. Einmal zurückgehalten ist man Zweiter. Klasse. Das gibt's nicht. Den muss ich mir merken. Erster, schön, das hatten wir schon mal. Ja, dann kam Sophia. Oh Mann. Ich sehe gar nichts. So, dann halten wir uns jetzt auch im Einkaufszentrum. Na gut, so weit noch wieder nicht. Halten wir uns auch im Einkaufszentrum relativ zurück. Und werde trotzdem hier schön in den Hintern gekniffen. Und sobald du hier im Mittelfeld bist, hast du echt ein Problem. Weil irgendwo ist immer ein Idiot im Weg. Wie zum Beispiel, ey, der schon jetzt das zweite Mal mir jetzt in der Dichte rumfriemelt. Das gibt's nicht. Ich will nicht oben lang. Mann! Ich bin noch nie oben lang gefahren. Das war jetzt auch nicht unbedingt vorteilhafter. Okay, Curtis. Curtis geht mir gerade gleich wahrscheinlich total auf die Nüsse. Das, ich wusste es, ey. Danke, Curtis. Dankeschön. Ich kann nicht zurücksetzen. Jetzt geht's. Gott, ey. Schön. Und schon eiert man sich wieder hinweg hier. Gequalmt wird auch schon wieder. Alter, ich sehe nichts. Ah, fahr doch vor, bitte, Sophia. Sophia, die ganze Zeit voll genervt hat, ist jetzt hier immer noch da. Und nicht auf den Arsten oder so. Nerviges Stück, ey. So, Platz 4 wäre schon mal eine Verbesserung. Aber da ich vor mir keinen sehe, wird es das schätzungsweise auch gewesen sein. Man könnte eigentlich nur... Oh Gott, ui. Nur darauf spekulieren, dass man mit dem vierten Platz jetzt hier, dass die drei vor einem nicht die sind, die schon vorher immer Erster waren oder Zweiter oder Dritter. Und ich glaube, das werde ich jetzt mal probieren, wenn ich den vierten Platz gehalten bekomme. Es gibt nicht vorne keiner, hinten keiner
Und sobald man irgendeinen Bock missbaut, wird man trotzdem wieder überrundet irgendwie so. Okay, da sind zwei, das würde ich jetzt gleich mal nutzen wollen. Wenn ich Curtis total im Weg wäre. Mann, ey. Curtis, ey. Du Penner. Oh Gott, ja toll. Hui. Abbremsen. Mach nicht den gleichen Fehler wie Curtis. Bin ich Vierter, schön. Wäre ich das nicht gerade schon gewesen? Vierter. Neuer Rundenrekord. Danke, herzlichen Glückwunsch. Jetzt würde ich gerne sehen wollen, ob die vorher schon eine Platzierung hätten. Ich versuch's einfach mal. Ich hab leider nicht mitgezählt. Wenn Position Vierter. Oh Gott sei Dank. Der hässliche Jack ist zwar vorne, aber der hat ja echt auch viermal den Zehnten. Also, ne? 10 Punkte geholt. Oh, der hatte voll den Abstand. Wow, den hätte ich echt nicht mehr gekriegt. Also überhaupt nicht. Aber zweiter Platz, Street Finals, ist mir total Wumpe, der erste jetzt gerade. Tja, silberner Platz. Silberner Pokal, zweiter Platz in den Street Finals. Gut. Haben wir... Jo. Wir haben das große Finale freigeschalten. Das werden wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Soll es erstmal gewesen sein? Ich hoffe, es hat gefallen. Mein Name ist Jake Kloxen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!